Hallöchen und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Play aus meinem Urlaub. Ich hab's vielleicht schon gesagt in einem Video, dass ich eventuell vor dieses Let's Play vor das Intro geschnitten habe. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt machen werde. Ja, ich bin hier gerade mit meinem Laptop am Wörthersee. Das ist irgendwo unten in Österreich, Kärnten. Müssen mal gucken. Ja, es sind 30 Grad im Schatten und ich sitze hier und nehme ein Let's Play auf. Tja, Gamer eben. Okay, wir spielen heute Plague Inc., also Plage Incorporated. Das Spiel ist schon seit 2 Jahren, oder vor 2 Jahren erschienen in den App Stores. Es gibt jetzt schon auf Steam Public, Steam Early Access schon erste Beta-Version von einer Konsolenversion von Plague Inc. Ach, noch irgendwas. Aber ich werde es mir holen, vielleicht, wenn es dann letztendlich ganz rausgekommen ist. Deshalb spielen wir jetzt einfach mal hier diese Version. Das letzte Video, das bei mir auf dem Kanal rausgekommen sein sollte, ist ja die alte Vier-Show, Folge 2, mit dem lieben Team vom Fire Earth Server, auf dem ich jetzt auch schon seit 2 Wochen gar nicht mehr war, weil Urlaub und alles. Ich hoffe, das Internet hier ist gut genug, um noch überhaupt irgendwas hochzuladen. Ich werde es einfach mal probieren. Ja, und dementsprechend werde ich auch hier unsere solche... Nummern 24.0. Ach, länger darf der Name nicht sein. Komm, dann nennen wir es einfach The Gamer. Und weiter. So, da muss dann alles freischalten, freikaufen und so. Das will ich jetzt nicht. Dann warten wir noch ganz kurz, bis das Spiel geladen ist. So, was ich vielleicht mal sagen wollte. Vor meinem Urlaub, wo ich ja gerade noch in letzter Sekunde die alte Vierschau aufgenommen und geschnitten habe und so. Da, habe ich mal noch mit dem lieben The Gamer darüber geredet, vielleicht auch ein kleines Galaxy Let's Play zu machen. Ihr kennt ja Galaxy und dieses Minecraft Modpack. Ich persönlich bin nicht so der Typ, der gerne mit Modpacks oder Mods überhaupt spielt. Aber er wollte mich dazu überreden. Mal sehen, kann sein, dass demnächst bei ihm auf dem Kanal, vielleicht auch bei mir auf dem Kanal, ein kleines Let's Play dazu kommt. Wollte ich euch nur mal so sagen. Berühre das Ausgangsland für deine Seuche, bla bla bla. Ich habe das Spiel ja schon so oft gespielt. Welche Schwierigkeitsstufe habe ich jetzt drin? Egal, wir fangen hier in Deutschland an. The Gamer befällt Deutschland. Hoffentlich sieht er das Video hier. Hoffentlich. So. Ich will nochmal ganz kurz zeigen, wie das Spiel funktioniert für die Leute, die das Ganze nicht kennen. Hier ist die Welt, da wird jetzt alles infiziert. Hier haben wir unsere Krankheit, sie heißt The Gamer. Wir können ja die weiterentwickeln, übertragen Symptome, Fähigkeiten. Dafür brauchen wir DNS-Punkte. Die seht ihr da unten. Hier haben wir eine Übersicht über die Welt. Alle Menschen sind gesund, bis auf 2 sind infiziert. So, bla bla bla. Und während wir hier loslegen, warte mal. Ich würde hier einfach mal alles 3 nach abarbeiten. Was kosten denn die Vögel? 12 DNS-Punkte, die kriegen wir schnell zusammen. Also, das Schwierige bei dem Spiel ist, man hat schnell die gesamte Menschheit infiziert, aber die wehren sich auch langsam. Scheiße ist auch, wenn man, das ging mir bei meiner letzten Runde, die ganze Menschheit bis auf ein paar infiziert. Das heißt, ein paar sind noch übrig geblieben und dann habe ich es geschafft, alle Infizierten auszurotten, aber durch ist dann noch die Seuche weg. Damit habe ich verloren. Also, alle Menschen müssen umgebracht werden. Das ist das Ziel dieses Spiels. So. Deutschland ist ein wohlhabendes Land mit einem guten Gesundheitssystem. Um dich schneller auszubreiten, kannst du zum Beispiel deine Resistenz gegen Arzneimittel weiterentwickeln. Ja, wohlhabend. Und warum haben wir dann die GEMA? Jetzt muss ich feststellen, ist hier in Österreich echt geil. Kennt einer von euch Groove Shark? Du vielleicht? Oder du? Ja, ich rede mit dir.
so eine Musik-Streaming-Plattform ist legal und gratis. In Deutschland gab es die auch mal, aber seit ein paar Jahren geht das halt nicht mehr wegen GEMA. Wurde zu teuer. The Gamer beginnt sich auszubreiten, das ist doch schön. Wollen wir hoffen, dass es noch ein bisschen schneller geht. So, ein paar DNS-Punkte. Bisschen Übertragung machen. Beim Symptomen würde ich jetzt gucken. Ist vielleicht erstmal als beim anderen abarbeiten, das hier kostet 2 DNS-Punkte, können wir uns gerade holen. Übelkeit. Und die Fähigkeiten, da werden wir uns ja auch natürlich Kälteresistenz holen, weil hier oben in Deutschland ist es schon recht kühl. The Gamer wurde erfolgreich weiterentwickelt. Das wollen wir mal hoffen. Warte mal, wie viel kostet das jetzt? Ich arbeite lieber alles der Reihe nach ab. Wo haben wir es? 7. 7 DNS-Punkte. Hier haben wir schnell zusammen. Was würde im echten Leben geschehen? Black Ink ist ein hyperrealistisches Modell der Welt. Plane deine Strategie und entwickle deine Krankheit, indem du DNS-Punkte entsprechend verteilst. Machen wir doch. 33 Leute sind schon infiziert. Und hier unten wird mit Werbung angezeigt. Ich glaube, die werde ich dann gekonnt rauszensieren. Hier ist ein Play und kein Werbeträger. Stand da. Erster Film in 4D veröffentlicht. Sicherheitsexperten. Papier kann tödlich sein. Globale Rezession. Bald zu Ende. Aha. Diese Nachrichten da oben, die finde ich auch immer so gut. Diese File-Sharing-Website gesperrt. Ja, toll. Das war schon, irgendwann war das, kam da oben eine Nachricht. Und kurz danach trat das in Real Life ein. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, so. Kälteresistenz holen wir uns sofort. Betragung geht dann weiter mit Vögel 2. Vögel sind sehr effektiv, kostet zwar auch 19 Punkte. Ah, die Länderinformationen. Hier haben wir Deutschland. 99% sind noch gesund. Ganz normaler Tag. Ein reiches, urban geprägtes Land. Das Klima ist üblicherweise kalt und feucht. Ja, hier alles noch offen. Grenzen offen, Flughäfen offen. Häfen auch offen. Und The Gamer wurde noch nicht entdeckt. Deshalb wird es bei ihm auch nie was mit YouTube. Das ist der Grund. The Gamer infiziert Hunderte. Nee, ganz bestimmt nicht. Mit 10 Abonnenten, nee. Sind 10, aber nicht 100. Und bekam wieder 2 DNS nur durch die Blase. Oh, Wasserknappheit führt zu Konflikten. Politische Unruhen sind ja auch immer sehr gut. Ich brauche jetzt irgendein Thema zum drüber reden. Genau, ganz aktuell Ebola. Da ist er irgendwo da in Afrika, also. Polen wurde infiziert. So, hier, so irgendwo, seht, was ich meine. Da ist der Ebola ausgebrochen und mal ganz ehrlich, diesen ganzen Medienrummel kann ich nicht verstehen. Es sind jetzt 1000 Menschen daran gestorben. Ja, 1000 Menschen, aber. Ja, infiziert. Tausende, das ist schön. Aber muss ich auch mal da bewusst machen, jedes Jahr sterben allein in Deutschland an einer gewöhnlichen Grippe viel mehr Menschen, zwar wirklich viel mehr Menschen, als bis jetzt jemals an Ebola gestorben sind. Und die haben wirklich schlimmere Probleme. Hier in Deutschland, gerade in Boulevardpresse, wird sich jetzt nur, wird das Ganze ganz groß in Schlagzeilen irgendwie, ja, aus der Mücke ein Elefant gemacht. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ach, das hier wurde weiterentwickelt. Oh, wird leicht erhöht. Gut, das ist immer gut. Husten, 5 DNS-Punkte, das ist immer gut. Ja, also es wird alles ein bisschen überspitzt dargestellt, die Situation. Und ich selber bin auch ganz gelassen. Ja, ich selber wohne zum Beispiel auch direkt neben einer Klinik, wenn da jetzt ein Ebola-Patient eingeliefert werden würde. Meine Mutter, die wäre da außer sich vor Sorge.
Mal ganz ehrlich, ich finde das doch nicht schlimm. Das ist so alles. Ja. Ist doch alles gut abgeschrottet und so. Und ja, wir breiten uns hier in Europa aus. Das ist richtig gut. Das kommt wohl von den Vögeln. Nicht vom den vielen Vögeln, sondern von den vielen Vögeln. Ich meine das Ganze mit Dativ. Okay, von dem Vögeln ist es auch, aber ich meine nicht von dem Vögeln, was eine Substantivierung ist. Ich meine Substantivierung? Ja, ich glaube, das ist richtig. Schon lange keine Grammatik mehr gemacht. Da entwickeln wir mal weiter. Wir nehmen uns jetzt hier die Kälteresistenz 2 vor. 13 DNS-Punkte. Ich will das Video hier allerdings nicht allzu lang machen. Ne, The Gamer wurde noch nicht entdeckt. Das ist schön. Das so sieht aus The Gamer in Real Life aus. Also, das ist wirklich sehr detailgetreu, die Abbildung dort. The Gamer, wenn du das siehst, tut mir leid, aber Pfälzer eben. Was stand da? Antrittsrede von Präsident, nur Playback. Achso, was ich euch aber noch fragen wollte, wie fandet ihr die Alt-F4-Show? Also mir hat so sehr viel Spaß gemacht, auch das Aufnehmen, alles. Das so, wir hatten jetzt einfach nur uns nur vorher vorgenommen, ganz spontan, komm, wir nehmen jetzt die Alt-F4-Show auf, aber über irgendwas, zum Beispiel über, ja, Schwitztum mutiert. Zum Beispiel über, ja, oh, schon 7 Millionen, 9 Millionen Menschen angesteckt. Wow. So zum Thema, was wäre wenn? Und wir denken dann echt groß drüber nach, wie wir das alles rüberbringen. Wir machen es einfach. Mir hat das persönlich ganz gut gefallen. Und wisst ihr, was ich jetzt vorhab? Okay, Luft, ja. Das werden wir weiterentwickeln. Das ist sehr sinnvoll, immer über Luft. Nee, was ich vielleicht vorhab, ist, vielleicht mal größere YouTuber in dieser Show reinzuholen, mit denen über irgendwas zu reden, ihr könnt dann vielleicht auch vorher, wenn ich das ankündige, über Twitter oder in irgendeinem Video, ein paar Fragen an den schreiben, und ja, werde ich vielleicht mit dem dann auch darüber reden, oder auch auf jeden Fall weiterhin mit The Gamer und Co. Und ich habe jetzt gehört, während ich jetzt hier offline war, war da wohl mit meiner schönen Themen-App, die es auf dem Fire Earth Server gibt, Guinea will ich nicht, gab es da wohl auf dem Fire Earth Server ein kleines Event mit meiner neuen Adventure Map, kostet das 11 Punkte. Und da war ich dann dabei, muss mal gucken, was da passiert ist. Wir wollten auf dem Server irgendwie umkrempeln. Oh, The Gamer wurde entdeckt. Leider. Es war schon alles ganz rot. Also wir müssen jetzt mal hier bei unserem Turm auch mal gleich irgendwas weiterentwickeln, das tödlich ist. Das wäre sehr sinnvoll. Und auch alles nach und nach ausgerottet wird. Jetzt haben wir da wieder China infiziert. Wir können uns ja wieder weiterentwickeln. Ach, haben wir schon. Oh. Ne, hier wollten wir machen. So, hier geht's weiter mit Erpressen. Infektionsrisiko wird dadurch erhöht. Das ist immer gut. Tödlichkeit natürlich immer noch nicht, aber meine Taktik ist jetzt damit auch mal zu warten, alles nach und nach auszurotten. Mir bis jetzt erst 178 Millionen Menschen infiziert. Einmal, wie teuer war das nochmal? Zerbrechen auf 5 Punkte, die haben wir. Okay, ist das irgendwas erhöht? Nee. Bakterielle Widerstandsfähigkeit 8 Punkte. Die ist immer gut, damit kommen wir überall durch. Oh, wie viel jetzt infiziert wird.
geil. Oh. Heilmittelforschung. Okay. Keine Forschungspriorität. Ja, wird nichts weiterentwickelt. Aber trotzdem. Wir sollen uns langsam auch an die Arbeit machen, diese Resistenz, Heilmittelresistenz zu entwickeln. So, hier geht's weiter mit Viehbestand. Ländliche Region, okay, gut, 10 DNS-Punkte. Was auch ganz wichtig ist, vielleicht irgendwann mal die DNS-Punkte sich aufsparen für später, denn wenn alle Menschen infiziert sind, dann werden keine neuen mehr infiziert, was bedeutet, dass es dann keine neuen DNS-Punkte mehr gibt und du kannst dich nicht mehr weiterentwickeln und bist quasi den Heilmitteln ausgeliefert. Okay, ich nehme schon 16 Minuten auf. So, 6 DNS-Punkte kostet das Ganze. Ich würde sagen, komm, ja, infizieren wir noch, hier auch noch und da auch noch. Ja, es ist ein Symptom mutiert. So, ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal auch einen kleinen Cut. Vielleicht spiele ich das hier irgendwann weiter. Ich werde den Spielstand natürlich speichern, denn ich muss alles noch schneiden und so. Wir sehen uns dann im nächsten Video, das dann nach meinem Urlaub aufgenommen wird. Hoffentlich zumindest. Bis zum nächsten Video. Ciao. Nein, das war die falsche Taste. Hier.